Wenn ihr euch so sicher seid, dann ist das... Dann tut es, das hier ist wichtig. Ich werde euer Opfer sicher nicht vergessen, Imoren. Nein, Imoren, ich werde es nicht zulassen, dass ihr eine teure Seele für mich opfert. Vergesst es, keiner von uns wird Sarivok einen Teil seiner Seele geben. Ich vertraue ihm nicht. Nehmen wir die drei. Es gibt keine andere Möglichkeit, Talisa. Außer natürlich, ihr habt noch ein Kind Basil noch im Gefolge, von dem ich nichts weiß. Entweder gibt mir einen Teil der Essenz oder nicht. Entscheidet euch. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wie ihr wünscht. Niemand hindert euch daran, euer Reich ein wenig zu erforschen. Die Zeit vergeht und die Ereignisse überschlagen sich. Ich schätze, selbst ihr werdet euch die Wahrheit relativ bald eingestehen müssen. Wir müssen bald ruhen. Mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Wer hat hier sein Zeug verloren? Frage ich mich gerade. Weil das hier sind definitiv 7-Meilen-Stiefel und solche trägt Keldorn. Ja. Das ist so ein Elfen-Kettenhemd. Plus 2 sogar. Imoren trägt nur... Ah ne, der trägt so 1. Wenn ich den Schutzumhang wegnehme und das Kettenhemd anlege, dann bringt das gar nichts. Also, Schutzumhang hier. Kettenhemd kann verkauft werden. Was haben wir hier noch? 2 Heiltränke. Pack mal davon 5 in den Rucksack. Ich muss nachfüllen, fällt mir gerade so auf. So, die können wieder zurück. Dolch plus 1. Amulett der Seldarin. Besondere Fähigkeit. Die Träger erhält Rettungswürfe und Magieresistenz. Hat hier irgendwer nicht nur ein Schildamulett oder so? Gestaltwahrung. Hm. Da klingt das hier besser. Dolch plus 1. Schutzring plus 1 kann verkauft werden. Krummsäbel und ein Dolch plus 2. Alles wertloses Zeug, was verkauft werden kann. Der kann nur von Druiden verwendet werden. Das wäre also eigentlich nur was für sie. Da sie aber ein Schild trägt, ja, kann der auch verkauft werden. Das sind überschüssige Getränke. Ja, da müssen wir auch irgendwann mal gucken, dass wir Ordnung machen. Ich könnte zum Beispiel mal 5 von den Schnelligkeitsölen verkaufen. Und Tränke der Einsicht könnte ich wahrscheinlich auch verkaufen. Ja. Und mein tolles Horn, das mehr wie eine Gießkanne aussieht. Was steht im Tagebuch? Aufgaben noch keine. Tagebucheintrag also. Ein Engel hat mich zurück in den Abyss gebracht. Ist das das Einzige? Ja, das hatten wir schon. Ein Engel hat mich zurück in den Abyss gebracht, um mich darüber zu informieren, dass mein Schicksal als Barkins kurz vor der Erfüllung steht. Aber noch bin ich nicht bereit, wie es scheint. Noch ist mein Verstand nicht darauf vorbereitet, die ganze Macht von Bals Reich zu akzeptieren. Deshalb hat er eine Halbebene meiner selbst erschaffen, ein Kokon seiner eigenen Beschreibung, in dem ich mich vorzubereiten habe. Es gibt keinen eindeutigen Weg hinaus, der Ort ist nicht besonders groß und schon zeigen sich die ersten ungeladenen Gäste aus der Nachbarschaft. Mein alter Feind Sarivok beispielsweise wie eine Klette kam gleich mit einem Vorschlag. Er erzählte mir, wie ich aus dieser Halbebene herauskomme und was er sonst noch so weiß und bisher zurückhält. Im Austausch ging mir einen kleinen Fetzen meiner Seele, um ihn zu einer Art Leben wieder zu erwecken. Ich weiß nicht, ob ich für so etwas vorbereitet bin. Ich hatte so viele Seelentransfers, die reichen für mehrere Leben. Vielleicht finde ich ja einen eigenen Weg, wie ich hier rauskommen kann. Wir werden sehen. Ihr könnt diesen Ort noch nicht verlassen. Ihr müsst jetzt... Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe finden. Ja, ihr müsst zuerst die erste Herausforderung bestehen. Können wir erstmal pennen? Okay, hier können wir in Sicherheit pennen.
Das hier sind scheinbar Kisten. Geist des Schicksals, Geist des Schicksals. Und ja, Hira ist wieder mal verlangsamt, weil sie zu viel trägt. Das ändern wir mal. Kedon, wenn du den abnimmst, hast du eine Stärke von 17. Vince, wenn du den abnimmst, hast du nur eine Stärke von 19. So hättest du eine von 20. Also machen wir das so. Ja. Jetzt kann Yahira auf jeden Fall viel mehr tragen. Und hat für eine Nahkämpferin auch entsprechende Stärke. Ich warte, wenn ihr es wollt. Was ist jetzt mit dir? Hallo. Hallo. Und was steht ihr da? Steckt euch euer Hallo sonst wohin? Schon wieder ein Dämon, Stirbsscheuser. Was steht ihr da? Los, kleiner Butler für großen Wahl. Oh ja, war es. War sehr einsam für mich. Kein Herr mehr da zum Dienen für ganz lange niemand. Bis jetzt heißt das. Kespener. Und ihr seid ein Butler? Was macht ihr genau? Wollt ihr damit andeuten, dass ich jetzt euer Meister bin? Ich benötige keinen kleinen dämonischen Diener. Ich würde euch eher töten, als euch als Diener zu akzeptieren. Ihr seid ein Butler? Oh, macht sauber die Sachen. Geht raus und sammelt Sachen auf, die in Abyss rumliegen. Aber wenn Meister wollen, nimmt Sespelnar Rezepte, um die Glänzenden zu machen. Oh ja. Die Glänzenden? Ja. Oh ja, dürft mich immer rufen. Nehmt meine Rezepte für die Glänzenden. Hab das längere Zeit nicht gemacht. Nein, nein, keinen neuen Meister habe ich. Okay. Sespelnar stolz, den Großen zu dienen. Sespelnar guter Butler, ja? Wollt ihr, dass ich euch Glänzende mache? Sespelnar kennt viele Rezepte. Ja, sicher doch. Legt mal los und zeigt mir, was ihr könnt. Gut, gut, aber macht nichts kaputt. Nein, nicht jetzt. Macht einfach mit dem was weiter was ihr da so halt so tut. Habt ihr vielleicht eine Ausstellung oder Rezepte? Das würde die Sache wesentlich vereinfachen. Ja, zeigt mir, was ihr könnt. Muss eure Sachen durchwühlen. Muss gucken, ob sie zu Rezepten passen. Muss ich mal sehen. Oh, heiliges Rächerschwert, ja. Hübsch das. Heiliger Rächer, ja. Es gibt einen Edelstein für das Heft, den man Auge des Tür nennt. Ihr findet ihn und ich kann Rezept für Heiligen Rächer verwenden. Oh ja, aber leider jetzt ihr nicht habt. Schade. Okay. Will weiter Kram durchwühlen. Mhm. Ah, der Flegel für alle Kopfgrößen. Auch der falsche Kopf. Aha. Ich kenne Rezepte für zwei Werfelköpfe für Flegel der Zeitalter. Das erste Rezept fügt einen Waffenkopf mit Giftschaden und das zweite mit Elektrizität dazu. Mehr Rezepte habe ich leider nicht dafür. Sicher, dass ihr nicht alles wegschmeißen wollt, wäre einfacher so. Nein. Oh, das habt ihr gern, ja? Wie Kleiderklaps auf Hintern. Ihr habt Klingensängers Kettenhemd, Elfenkettenhemd, oder? Wenn ihr Schriftrolle mit Schutz von normalen Waffen habt und viel Gold, dann kann ich euch noch besser machen. Beeindruckend was, aber ich habe das Zeug leider noch nicht. Schutz von normalen Waffen. Ich muss weiter gucken. Was ist das? Ein vertrockneter Keks? Das ist kein Keks. Ein Duschvorhang? Oh, es ist nur ein Umhang. Was für ein hässliches Muster das! Okay. Und ich kenne gutes Rezept, um einen Schutzumhang plus 2 besser zu machen. Dazu bräuchte ich eine Schriftrolle mit verbesserter Hast und Unsichtbarkeit. Hm, vielleicht später. Nichts kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Okay. Ey. Sespelnar stolz, den Großen ja, zu dienen. Leider. Sespelnar guter Butler, ja? Wollt ihr, dass ich euch Glänzende mache? Sespelnar kennt viele Rezepte. Leider nein. Also ich habe ihn gerade gefragt, ob er eine Liste hat. Leider nein. Alle Rezepte sind hier in Kespenars Kopf. So viele, dass man sie nie aufschreiben könnte. Vielleicht Arbeitsplatzsicherung, ja?
Ja, dann vielleicht später. Also gut. Mache Glänzenden für euch später. Zespina geht wieder putzen und sucht die Rezepte. Oh. Also ja, er ist wohl mein persönlicher Schmied. Wie es aussieht. Und ja, wenn wir uns so umgucken, das waren die Prüfungsräume. Also das erkenne ich wieder, ist ja nicht so lange her. Also da ging es in die Prüfungsräume mal. Und hier war halt das Tor, wo ich Irenikus beschworen habe. Ja, natürlich. Seid mir gegrüßt, Kind des Baal. Ich bin ein Teil eures Schicksals, und zwar jener Faden, der euch unerdrücklich zu eurem Ziel führt. Man könnte also sagen, ich bin ein Teil von euch. Ein Aspekt meines Schicksals. Könnt ihr mir die Zukunft verraten? Könnt ihr mir etwas über meine Kräfte erzählen? Wisst ihr, wie man diese Ebene verlassen kann? Ich verstehe das nicht. Was seid ihr genau? Ja, wisst ihr, wie ich die Ebene verlassen kann? Ich folge nur den Fehlen des Schicksals, die ihr gemeinsam mit anderen webt, Kind. Euer Schicksal ist von solch ungewöhnlicher Bedeutung, dass sich der ganze Teppich bewegt, wenn ihr an einem Faden zieht. Ihr bildet die Fäden vieler Wesen. Viele der Fäden, die den euren berühren, werden vorzeitig durchtrennt. Sie sind tot und ihre Zukunft ist vorbei. Auch das ist euer Schicksal. Könnt ihr mir also helfen oder nicht? Ich benötige nicht noch mehr Rätsel. Ups. Ich kann euren eigenen Faden nicht berühren, Kind, und ich kann euch nicht sagen, wo er hinführt. Ich kann jedoch die Fäden jener verhindern, deren Leben eng mit dem euren verwoben sind, deren Schicksal mit eurem verknüpft ist. Was bedeutet das? Es gibt jene, die mit eurem Schicksal in eurer Zukunft verwoben sind, ob sie dies nun wissen oder nicht. Wenn ich nach ihren Fäden greifen kann, kann ich sie auch zu dieser Ebene bringen. Ihr könnt Leute hierher bringen. Wenn sie in eurer Zukunft eine Rolle spielen, ja. Sie befinden sich in eurem Kielwasser, weil ihr Schicksal mit dem eurem verbunden ist. Gibt es also einen Schicksalsfaden, nach dem ich suchen soll, Kind des Baal? Wenn es mir möglich ist, werde ich die betreffende Person hierher bringen. Ja, das sind alle Leute, also alle Nebencharaktere, Gruppencharaktere aus dem Hauptspiel, wenn ich das so sehe. Also Anomen haben wir in der Kupferkrone nur kurz getroffen und haben mit ihm geredet. Zernt bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wer das war. Herr Dallas ist klar, das war der Barde mit seiner Bardentruppe, die wir aus dem Astralgefängnis befreit haben. Jan Jansen haben wir nur kurz gesehen, das war der Gnomen-Dieb im Regierungsviertel, der uns da Rüben andrehen wollte. Korka, mit dem haben wir den Friedhof geplündert. Messi haben wir aus dem Schattentempel befreit. Nalia, die ist klar, mit der haben wir geholfen, ihr Schloss zu retten, das danach verloren gegangen ist. Valiga der Pirschow, also Valiga Kotala, mit dem hatten wir auch eine Weile zu tun. Vizonia ist die Drow, die wir vom Scheiterhaufen gerettet haben, und Yoshimo ist ja klar. Was ist mit Yoshimo? Ich kann eurem Wunsch nicht entsprechen, Kind des Baal. Die Person, die ihr sucht, ist tot und damit für immer meinem Griff entzogen. Der Schicksalsfaden dieser Person ist nicht mehr mit eurem Schicksalsfaden verbunden. Es gibt also einen Schicksalsfaden, nach dem ich suchen soll? Nein, gerade nicht. Wie erwünscht, geht auch im Wild, Kind des Baal. Okay. Also hier könnte ich jederzeit meine NPCs wechseln. Und das war's auch schon. Das heißt, wenn ich wirklich hier raus möchte, muss ich Sarivok einen Teil meiner Seele geben. Also Sarivok. Ja, sei nicht so unhöflich. So, habt ihr den Weg nach draußen schon gefunden, Schwester? Habt ihr alles, was ihr wissen müsst, selbst in Erfahrung gebracht? Oder habt ihr euch doch dazu entschlossen, auf die Stimme der Vernunft zu hören? Ja, ich habe mich noch nicht vollständig entschieden. Ich habe mich entschieden, euren Wünschen nachzukommen. Imon wird euch wieder euer Leben schenken. Ich habe mich entschieden, euren Wünschen nachzukommen. Ich werde euch neues Leben schenken. Ich werde gerne zuerst mal wissen, wie ihr dieses Wissen erlangt habt. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, einen Teil meiner Seele für ein paar Informationen zu opfern. Was soll ich daran hindern, euch einfach erneut zu töten, nachdem ihr mir all das verraten habt? Vermutlich nichts. Wenn ihr es jedoch tun würdet, würdet das, was ihr mir aus freien Stücken gegeben habt, dennoch nicht zu euch zurückkehren. Und warum wollt ihr mich töten? Aus Rache? Ihr hattet eure Rache bereits. Wollt ihr mich wirklich meinen Ambitionen längst vergangenen Tage vorwerfen? Ich würde heute gleich handeln, wenn es mir möglich wäre. Da es jedoch nie mehr möglich sein wird, habt ihr nichts von mir zu befürchten. Wie sieht es aus?